Ich darf Sie herzlich zu unserer heutigen Partie begrüßen, die im Municipal de Burua stattfinden wird. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Wir zeigen Ihnen heute eine spannende Partie. Huddersfield Town gegen 1. FC Nürnberg. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. Hier sehen wir die Aufstellung von Huddersfield Town. Sie treten hier heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Das ist die Aufstellung des 1. FC Nürnberg. Bei Ihnen sehen wir heute ein 4-4-2 mit Raute, Buschi. Und entsprechend wird der offensive Mittelfeldspieler die Stürmer vorne natürlich verstärkt unterstützen. Ich finde, das ist, so wie sich da darstellt, eine variable Aufstellung. Anpfiff und los geht's. Das sieht vielversprechend aus. Und dann doch der Ballverlust. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Schön durchgesetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Wird Ecke geben. Sie nehmen die kurze Variante. Vielleicht die Führung jetzt. Ist das ein Pech? Fast das Tor. Ball geht erst ans Aluminium und dann ist er doch noch zur Stelle. Ja, da sollten wir noch mal einen Blick drauf werfen. Das gucken wir uns noch mal an. Hat nicht viel gefehlt. Nicht der Führungstreffer in dieser Szene. Das Gestänge verhindert das Tor. Es hat nicht viel gefehlt. Das wird sie ärgern. Ballverlust jetzt erstmal. Der Ballverlust. Klasse Aktion da. Geht gut dazwischen. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Geht dazwischen. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel.
Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Er holt sich den Ball. Nürnberg kann über außen kommen. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Da schießt er. Hätte gefährlich werden können, aber er ist da. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Sie holen sich den Ballbesitz. Afobe. Ganz energisch. Da setzt er sich gut durch. Kein Problem für den Torhüter. Da konnte er sogar stehen bleiben. Jetzt wird's gefährlich. Machen Sie gut. Steilpass. Gar keine Herausforderung hier für den Torhüter. Sie sind auf dem Papier das bessere Team, aber richtig gute Chancen sind nach wie vor Mangelware. Und dann darf man sich nicht wundern, dass es nur unentschieden steht. Jetzt haben Sie den Ball. Schauen wir mal, ob Sie was draus machen können. Schönes Dribbling hier. Guter Schuss jetzt. Da hat nicht viel gefehlt. Drüber. Ah, kein guter Abschlag. Was können Sie jetzt draus machen? Lässt sich nicht beirren, den hält er. Sie führen die Ecke kurz aus. Er hat die Chance. Den hat er super gehalten. Framberger. Tribul. Da haben Sie jetzt einige Optionen. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Da haben Sie die Chance. Da waren Sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor. Stark, wie er sich da durchgesetzt hat. Und dann auch cool geblieben beim Abschluss. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute obendrauf. Machen Sie jetzt gut.
Schön zugemacht. Sie unterbinden diesen Angriff. So, kurze Pause. Das haben sich die Mannschaften auch verdient. Die erste Spielhälfte ist zu Ende. Durchgang 2 hat begonnen. Der geht genau auf den Torhüter. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Vielleicht der Ausgleich. Erneut das Tor. Drin ist der Ball. Und damit ist hier wieder alles offen. Schneller Ausgleich. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Und jetzt hat er den Ball. Malgu. Kieran Gibbs. Afobe. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Chance vielleicht auf die Führung bei dieser Ecke. Ecke wird kurz ausgeführt. Jetzt die Flanke. Der Schuss. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Eine kurze Ecke. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Unentschieden bisher, dazu passend auch die Ballbesitzquote. Es ist alles auf Augenhöhe und ich bin gespannt, wie sich diese Partie noch entwickelt. Und wir schauen genau hin. Sieht wieder vielversprechend aus. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Nee, das kann man fast nicht durchgehen lassen. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Gute Flanke auf den langen Pfosten. Sie verlieren hier den Ball. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte Gelb geben. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf.
der Ball. Das war's also erstmal. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Schwacher Ball. Sehr guter Einsatz. Afobe. Den Zweikampf führt er sehr gut. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Afobe. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Unnötig eigentlich. Da sind Mitspieler frei. Sieht gut aus. Viel hat da nicht gefehlt. Honeyman. Pass kommt nicht an. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Das dürfte die letzte Gelegenheit sein. Treffen Sie und gewinnen Sie das Spiel. Die Rufe der Fans. Schieß, schieß, schieß. Sieht nach einer guten Chance aus. Energischer Vorstoß. Super Tackling. Tribul. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Könnte die Führung werden. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Auf beiden Seiten wird nun gewechselt. Jetzt müssen Sie aufpassen. Und jetzt gibt's eine Ecke. Eine gute Chance war das eben. Sehen wir hier nochmal. So, jetzt die kurze Variante. Er schießt. Damit hat er keine großen Probleme. Wieder ein Eckball.
Ecke in den Strafraum. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Wir sehen das frühe Pressing. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Super durchgesetzt. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Ball geht an den Pfosten. Angriff damit also. Beendet. Der Schiedsrichter beendet die zweite Hälfte. Wir haben keinen Sieger.